Ja, hallöchen, ihr lieben Balkongärtner, ich bin's wieder hier vom Balkonen und heute ist Erntetag und heute mache ich mir einen richtig leckeren Balkongarten-Kräuter-Radieschen-Salat. Ja, Radieschen habe ich hier schon einige zum Abernten und die Sorte Cheribelle, die kommt auf jeden Fall in den Salat, das werde ich jetzt gleich abernten und dann kommt hier noch so ein schöner Kopfsalat hinzu. Und ich werde auch etwas hier von der Melisse abernten. Das wird ein richtiger, ja, sozusagen Kräutersalat. Und hier kommt etwas von dem Basilikum auch noch hinein. Und etwas Minze. Und Petersilie darf natürlich auch nicht fehlen. Der kommt auch noch in den Salat rein. Und hier habe ich noch schon etwas Rucola, der wächst auch schon sehr, sehr schön. Da werde ich mir auch noch ein, zwei Blätter abzupfen. Die kommen dann auch hier rein. Ja, und hier sieht man den Maikönig. Wir haben heute den 25. April. Den Maikönig lasse ich natürlich noch stehen. Ja, meine Lieben, und jetzt werde ich mal die Ernte vollziehen. Ja, und jetzt bin ich hier in der Küche und ihr seht auch schon die ganzen Zutaten hier nochmal aufgereiht. Und ja, was wir brauchen ist Olivenöl, etwas Salz aus der Mühle, etwas Pfeffer aus der Mühle, etwas Apfelessig und eine Zitrone, damit ordentlich zusätzlich Vitamin C noch reinkommt. Ja, und hier sind auch die Kräuter drin und der Basilikum und auch ein weiterer guter Tipp ist, wenn ihr Kräuter sammelt, dann gebt sie doch in so ein, ja, in so ein Glas hinein, einen Deckel drauf, in den Kühlschrank und so halten sich Kräuter optimal ein paar Tage frisch. Und ja, dann hier der Salat und natürlich die Radieschen. So, jetzt werde ich hier mal alles zubereiten. Die Radieschen muss ich noch waschen, das mache ich jetzt. Und dann geht's los. So, als erstes werde ich das Dressing vorbereiten. Und wie gesagt, ich nehme da Olivenöl, eine ganz frische Flasche. Und damit spare ich auf keinen Fall. Olivenöl ist wirklich sehr gesund. Und ich suche mir immer die Flaschen raus, wo am wenigsten Licht rankommt. Zum Beispiel jetzt hier habe ich eine Flasche mit, ja, mit Papier verpackt sozusagen. Und ja, wenn das Olivenöl lichtgeschützt ist, dann hält das auch länger und natürlich bleiben die Vitamine länger, ja, beim Olivenöl erhalten. So, dann kommt noch ein Schuss Bio-Apfelessig hinzu. So, jetzt Salz und Pfeffer aus der Mühle, das spare ich auch nicht. Pfeffer ist nämlich auch sehr gesund, fördert die Verdauung und das ist immer gut. Und Salz braucht man natürlich auch noch etwas. So, und jetzt kommt noch etwas Zitronensaft hinzu. Und da drücke ich einfach hier so eine ganze Zitrone in die Schüssel rein, denn Vitamin C kann man nie genug haben. So, und zu guter Letzt rühre ich das alles mit einem Schneebesen gut unter. So, stell das mal beiseite. Den Salat habe ich jetzt hier auch schon gewaschen und ich kann euch wirklich sagen, es gibt nichts Besseres wie frisch geernteter Salat vom eigenen Balkongarten. So, der ist mega knackig und in der Frische natürlich sind auch alle Vitamine noch enthalten, denn wer es vielleicht weiß, Salat, Gemüse und alle möglichen, ja, Gemüse- und Obstsorten verlieren extrem viel Vitamine schon in den ersten Stunden nach der Ernte. Und jetzt sind gerade mal hier 10 Minuten vorbei und den Salat werde ich natürlich auch gleich verspeisen. So, jetzt kommt der Salat hier in die Schüssel hinein.
So, jetzt schneide ich noch die Radieschen klein und dann schneide ich solche Scheiben. Und das Grün von den Radieschen schmeiße ich nicht ganz weg, sondern etwas schneide ich ganz fein auf hier von den Radieschengrün, denn das Radieschengrün hat dann natürlich auch sehr, sehr viele Vitamine. Das ist jetzt für die Hasen hier, könnte man natürlich auch essen. Aber ich möchte ja keinen Radieschensalat jetzt, sondern einen gemischten Salat. So, dann schneide ich auch noch dieses Radieschen auf. Das kommt auch alles wieder in die Schüssel hinein. Und jetzt habe ich noch meine Kräuter. Die werde ich ganz behutsam hier hineinzupfen. Die schneide ich gar nicht, denn ich möchte die jetzt nicht zerstören, sozusagen. Und hier auch die Melissenblätter einfach hier so ein bisschen klein machen. Kommt alles in den Salat hinein. Hier die Minze, auch sehr, sehr gesund. Also meine Lieben, gesundes Essen direkt vom Garten oder vom Balkon kann wirklich jeder machen. Und der leckere Rucola-Salat, der darf natürlich nicht fehlen. Der gibt dem Ganzen hier nochmal ja, die besondere Würze. Und hier nochmal wieder etwas Basilikum. Und jetzt gebe ich mal hier den Rest hinzu. So, das Blättchen gebe ich mal an die Seite, weil das nehme ich danach zur Dekoration. Ja, und am besten kann man Salat untermischen mit den Händen. Danach natürlich Hände waschen, aber es geht wirklich einfach am besten, weil man ja den Salat richtig gut untermischen kann. Und das werde ich jetzt machen. Das sieht schon richtig lecker aus. So ein Salat als Beilage ist natürlich auch was richtig Geniales. Was hier jetzt noch fehlt, ist der Schnittlauch. Aber den, ja, den werde ich das nächste Mal verwenden. Muss ja nicht immer überall Schnittlauch dran sein. Und die Petersilie habe ich ehrlich gesagt auch vergessen. Und die muss ja auch nicht immer dran sein. Kann man natürlich variieren. Ist natürlich auch sehr lecker. So, jetzt werde ich anrichten. Ah, das sieht einfach super aus. So, jetzt hier die Radieschen noch oben drauf. Dann noch das Basilikumblättchen. Und wir haben einen wirklich, wirklich leckeren und gesunden Salat vom Balkongarten oder von eurem Garten, wenn ihr einen habt. Und es ist wirklich kinderleicht, meine Lieben. Esst einfach viel Salat, ist richtig gesund. Das grüne Gemüse überhaupt. Und ja, das war's auch schon von mir her jetzt von meinem Balkongarten und ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ja, natürlich bitte den Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns bald wieder. Ich werde jetzt diesen leckeren Salat genießen. Bis bald, euer Christian. Ciao!